Seitdem ich 11 bin, raus aus meinem Land, genau. Manchmal, wenn ich die deutschen Leute sehe, dass die gar nicht stolz sind, dass sie Deutsche sind, dann ich fühle gut, dass ich woanders geboren bin. Und manchmal sehe ich meine ganz früher, was ich durchgemacht habe, dann sage ich, okay, ich konnte auch besser leben. Genau. Ja, normale Leute reden ein bisschen anders mit uns, weil die wissen, dass wir nicht Deutsche sind und wegen Sprache und so. Manchmal ist es so, aber ich habe viel oft erfahren mit Polizei, dass die mit Flüchtlingen ganz anders umgegangen sind. Die haben, weißt du, und ich weiß nicht, woran das liegt, aber normale Menschen machen, die machen das nicht, weißt du. Genau. Wenn ich durch die Straßen laufe, denke ich mal, dass Leute mich als Migrantin sehen, weil ich anders aussehe, aber ich versuche nicht so viel darüber nachzudenken, weil es mich im Endeffekt dann einfach nur davon verhindert, mein Leben weiterzuleben. Ich kann nicht unterscheiden, ob es negative Blicke sind oder positive Blicke, aber ich merke auch einfach, dass ich jedes Mal so angesehen werde, als wäre ich außerhalb von der Gruppe von Menschen. Ich hoffe, dass es irgendwann Wohlstand gibt für alle Migranten und generell einfach Frieden, dass es nicht so schwer ist, irgendwo zu leben. Wenn man seine Gruppe von Menschen findet, die einem dann ähneln, dann ist das sehr schön, weil man zugehörig fühlt und man hat das Gefühl, man passt dann rein. Wenn ich an die Zukunft denke, hoffe ich einfach, dass alle Menschen, egal wo sie herkommen, welche Religion sie haben, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Ich bin selber nie als Immigrantin gesehen worden. Warum, weiß ich nicht genau, aber ich habe nie Probleme gehabt, mein ganzes Leben lang nicht. Da hat für mich die Politik auch ein bisschen Schuld dran, dass die Menschen teilweise dagegen sind, wenn die Leute kommen, und das darf nicht passieren. Weil es ist ein ernsthafter Hintergrund, warum die Leute hier hinkommen. Und da würde ich mir wünschen, dass das nicht mehr passiert, sondern dass da wirklich eine Einheitlichkeit ist, dass die Menschen gesehen werden, die zu uns kommen, egal woher. Das habe ich so erlebt in meiner Kindheit. Da gab es kein Wenn, Aber, Oder, sondern wir waren sofort integriert. Und das wünsche ich mir. Für mich mit dem Betrieb Migration verbinde ich in erster Linie nicht den Betrieb selbst, sondern den Schmerz der Ziele und die Trauer um Heimat. Wenn Sie mich als Migrantin erkennen, fühle ich mich nicht unwohl. Ich bin stolz darauf, Ukrainerin zu sein. Am Tag der Migration wünsche ich mir, dass sich die Welt geändert, alle Kriege stoppen, enden und die Menschen in ihren Ländern glücklich leben können. I just feel the aura and see the color.